Servus, ich bin der Braso und ich bin kein Fußballer, sondern ein brasilianischer Langläufer. Vamos lá, Brasil! Ich bin mit 9 Jahren nach Österreich gekommen, bin in Brasilien geboren und war immer schon sehr sportbegeistert. Dann hat sich herausgestellt, dass ich in die Skihochschule gehen kann. Und da habe ich angefangen zum Langlaufen und habe mich entschlossen, dass ich für Brasilien starten will und mein Land da vertreten. Wenn ich einen von meinen Kollegen jetzt erklären will, wie ein Langlaufen geht, sage ich einfach, das ist wie ein Schlittschuhlaufen oder wie ein Inlineskaten auf 2 Rädern. Und da habe ich zwei Stecken in der Hand und da mit denen tauche ich an und schaue, dass ich so schnell wie möglich an mein Ziel komme. In der Schule war das halt auch ganz lustig. Ich habe noch hat sich entwickelt, dass ich halt viel Spitznamen gekriegt habe. Zum Beispiel Samba Boy haben sie am Anfang gesagt oder Brazo und das hat sich halt alles entwickelt. Ich habe ziemlich viele Spitznamen. Ja, und was ich noch sagen muss, dass ich Musik spiele bei der Trachtmusikkapelle Weißbuch. Ich höre irrsinnig gerne Volksmusik und nein, das taugt mir viel. Zum Beispiel im Bierzelt mit meinen Freunden spielen und auch Gaudi haben. Das ist irrsinnig cool und das ist halt was ich, ein cooler Hobby von mir, was ich sehr gerne tue. Mein größtes Ziel war dann in Peking bei den Olympischen Spielen im Biathlon zu starten und da als erster Brasilianer im Biathlon teilzunehmen.